Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider auf dem Konfi-Kanal. Als allererstes, Tomb Raider hat beschissene Autospeicherpunkte. Vor den Gruften etc. noch gelobt und jetzt durfte ich diesen ganzen Tempel-Befreiungsquark hier nochmal machen. Und das ist nochmal ein paar Minuten gedauert, bis ich hierher kam. Wie gesagt, nach dem Laden, wo ich wieder mit Widmen vor dem Tempel. Aber gut, jetzt sind wir wieder hier. Haben wir überhaupt ein bisschen Munition? Nein, natürlich nicht. Wunderbar. Ja, warum die uns überfallen haben, etc. alles, keine Ahnung. Aber ich glaube, als erstes sollten wir uns mal darum kümmern, dass wir hier wieder rauskommen. Ist hier drin noch was? Okay, können wir nicht rein. So, da oben. Hier geht's mal lang, schätze ich. Ja, sieht gut aus. Alles, oder sind sie noch? Alles steht hier in Flammen. Die, wer auch immer das ist, die sind hier total ausgerastet. Aber hier auf unserem Weg. Ich wollte gerade noch sagen, scheint keiner mehr zu sein, aber hier oben ist wohl noch Action. Wow. Da ist noch eine! Die ist dahinter! Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Die Knarre! Okay. Bleib weg von mir! Okay, dem wollte ich jetzt einen Headshot geben. Das war jetzt nicht ganz so ideal gemacht, aber... Mach musst du. Okay, ist noch irgendwo einer? Ne, sieht nicht so aus. So, plündern. Die haben auch Beute gut bei sich. Ein bisschen Munition. Nochmal Bergung ist gut. Okay. Können wir Waffe wechseln? Okay, gut. Schauen wir mal. Geht's hier weiter? Ist da noch einer? Unsere Stemmaxt wird uns wahrscheinlich noch häufiger begleiten hier. Okay, jetzt haben sie das Haus gleich in Brand gesetzt. Na komm! Geh kaputt. Oh. Gibt's hier was? Nee. Munition. Ich glaube, es geht gleich mit Schießerei weiter. Okay, sie nimmt automatisch den Bogen jetzt. Sollen wir hier ein bisschen sneaky machen? Dass sie automatisch den Bogen nimmt. Oh, da oben ist er. Ist einer. Ist sie. Okay, der ist tot. Geräuschloser Kill. So. Schön, das Bergungsgut mitnehmen. Unsere Pfeile bekommen wir ja auch wieder. Schuss aufzuladen, erhöhten Schaden. Ja, das ist klar, das ist ja nichts Neues. Ist hier noch irgendwo jemand? Sieht nicht so aus. Schätz mal genau hier rüber. Mal wieder ein paar Kletterelemente. Immer dasselbe. War es denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Wunderbar. Oh. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Der hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Abflug gemacht. Okay, kommt keiner mehr. Geben sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen sie zu Roth. Okay. Jetzt die Pfeile nachrüsten. Die ganzen Leute hier looten. Oh, Waffenmodifizierungen verfügbar. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch die höhere Schussfrequenz für unseren Bogen. Haben jetzt genug Bergungsgut für diese eingesammelt. Ich würde sagen, wir benutzen gleich mal diese Strickleiter hier. Lara, die netterweise. Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf.
Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Seitlich doch hochgeklärt. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay. Da oben ist noch ein... Da ist auch noch ein Taschenlampenlicht. Also hier sind auch noch ein paar. Ah, die erwischen wir nicht von hier. Okay, ein neues Lagerfeuer haben wir hier, sehe ich gerade. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ja, wir hoffen ja auch, dass alle, dass es allen gut geht, dass alle gesund runter sind. Ja, nützen Sie schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete und zum Sammeln versteckter Belohnungen. Sprich, von Lagerstätte zu Lagerstätte kann man eine Schnellreise machen. Wir könnten jetzt wieder zum Küstenwald gehen. Hier haben wir nochmal den Küstenwald. Wir sind jetzt hier oben am Bergtempel. 7%, hier unten 46%. Nein, ich möchte nicht reisen. Gut, ein Lager gibt es im Bergtempel nur. Zwei Dokumente, zwei Reliquien, zwei Geocaches, eine Schatzwunder und fünf Pyromanen. Also das sind diese Pyromanen, sind jetzt quasi die Sammeldinger, die hier diese Geisterjägerinnen Totems waren. Aber wollen wir nicht, Fähigkeitspunkte haben wir keinen, aber wir können uns ausrüsten besser. Ja, Outfits wollen wir nicht. Pistole könnten wir jetzt auch verstärken, aber ich würde dann doch erstmal noch beim Bogen bleiben für ein paar Sneaky Kills. Die gewickelte Sehne für eine höhere Schussfrequenz. Stellen wir uns her. Wunderbar. 34 Bergungsgut haben wir noch, da werden wir nichts hinkriegen. Okay, was ist denn hier unten? Okay, ein kleiner geheimer Platz mit ein bisschen Bergungsgut und einem... 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker... Und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Das war jetzt Tag 1? Teil 1 des Tagbuches von Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Da der auch Matthias hieß, ist das wahrscheinlich, liebe... Ich wollte schon wieder Sarah sagen. Ich nehme jetzt einen Tag später an und bin auf und bin immer noch bei Sarah. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Gut, hier gibt's nichts mehr. Mal wieder umkehren. So. Lagerstätte. Schauen wir uns mal noch hier den kleinen Tempel an. Hier gibt's noch mal ein paar EP. Unser Bogen ist vollgeladen. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Ein von zwei Geocaches haben wir jetzt gesammelt. Wenn ich mich recht erinnere, wenn man alle Geocaches der Umgebung, das heißt des Gebietes, sammelt, werden einem die anderen Sammelobjekte dann auf der Karte angezeigt. Ich bin
mir da aber echt nicht mehr sicher, ob das so war. Wie gesagt, ist es jetzt auch schon ja, 2 Jahre her und ich habe seitdem mit dem Spiel überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. So, kümmern wir uns darum, dass wir wieder zu Ruff stoßen. Schießen Sie Pfeile in Mauern der Nähe, um Gegner für diesen abzulenken. Okay. Schieß noch mal dahin. Habt ihr es gehört? Ich seh mir das mal an. Was du, Alter? Oh. Mann! Machen wir es halt so. Hab ich ein paar Versuche gebraucht bei denen. Das heißt, bei dem zweiten jetzt. Können wir uns nochmal EP holen? Genau. Wunderbar. So, und looten. Okay, mit dem Haus kann man nichts anfangen. Gehen wir mal den Weg weiter nach oben. Sind noch hier in dieser Bergtempellandschaft. Okay. Ne, Fackel wollen wir nicht entzünden. Wir wollen hier hoch. Glaslaternen. Schießen Sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Ja, das haben wir ja schon bei dem einen Grab gemacht, um da reinzukommen. Okay, die Glaslaternen muss man hier wahrscheinlich für die Pyromanen. Herausforderung. Auf 1 von 5 Laternen zerstört. Okay. Also in diesem Gebiet muss man sich auf Glaslaternen. Ja, spezialisieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da ist wieder ein Taschenlampenlicht. Lautloser Kill F in der Nähe von Feinden. Ah, eh, mehrmals drücken, okay. Da kommt den Kopfschuss. Kommen die jetzt hier hoch runter von da oben? Okay, das war schlecht. War nicht ganz so ideal. Ah, da drüben ist auch noch einer. Au, der hat mir die ganze Zeit die Feuerpfeile reingehört. Aber okay, das war vielleicht nicht. Da auf Konfrontationskurs zu gehen, vielleicht nicht die beste Idee. Na komm. Guck raus. Oh, okay. Aua. Aua, hat er das in Brand gesetzt. Shit. Oh, jetzt fängt ja alles an zu brennen. Oh, das ist... nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, okay. Ich ahne bald, dass wir das nochmal machen dürfen. Ja. Nee, das da direkt den... zu töten von der Position aus war vielleicht nicht die beste Idee. Ihr zwei, sucht da drüben! Okay. So. Den schleichen wir uns wieder ran. Machen den lautlosen Kill. Bei dem ging das ja noch in Ordnung, den Kopf zu schießen. Hier sitzt jetzt keiner, der ist wahrscheinlich einfach darunter gesprungen. Okay. Schießen wir mal dahin, die abzulenken. Ja, ich glaube, das haben wir diesmal schon besser gemacht. Oder auch nicht. Okay, das war ein Kopfschuss, das war der nächste Kopfschuss. Ne? Etwa nicht. Da ist noch ein anderer. Okay. Kopfschuss. Okay, aber ich glaube, wir müssen uns beeilen, weil hier unten jetzt alles langsam die Biege macht. Ich glaube, da unten war noch eine so eine Laterne, aber um dahin zu gehen, haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Das ganze Ding geht jetzt in Flammen.
Also, schätze mal, hier können wir uns jetzt wieder den Bogen nehmen und habt das nächste Sammelobjekt. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Okay, wieder wird dieser Matthias erwähnt, Vater Matthias, und zu dem Text. Ist das irgendwie so ein Sektenheini, dass er deswegen vielleicht auch so irgendwie die Sam dann mitgeschleppt hat oder so? Weil die ja auch mit dieser Himiko verwandt ist. Ich denke, das wird sich vielleicht im weiteren Spielverlauf irgendwann noch ein bisschen weiter aufklären. So, nach vorne geht's weiter. Also was macht ein erfahrener Gamer? Erstmal zurückgehen, weil es irgendwo immer etwas zu sammeln gibt. Hier können wir noch rüberklettern. Da unten ins Wasser kommen wir auch noch. Hier war ja auch noch... Okay, das könnten wir hier anzünden. Aber wir haben nichts zum Anzünden. Oder gibt es hier noch irgendwie was? Kommen wir da unten hin? Ja. Noch mal ein paar EP. So, die eine Laterne ist da unten in dem Haus. Die haben wir ja gesehen, aber die haben wir dann, weil wir keine Aufmerksamkeit erregen wollten, mal im Leben lassen. Oder muss man nur allgemein... Laternen, dass es hier vielleicht noch mehr gibt. Oh, nächstes Sammelobjekt. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay, ein von zwei Fächer aus der Edo-Periode gefunden. Okay, hier gibt es nichts zu... Ach doch, Kamerawinkel an... Ach nee. Okay, ja, Kamerawinkel kann man anpassen, aber hier gibt es nichts weiter dran zu entdecken an dem. So. Mal hier runter. Fackel können wir uns ja hier, oder? Hier können wir uns eine Fackel holen, ne? Genau. Dann können wir da das nämlich noch anzünden. Da ist, glaube ich, auch immer Bergungsgut noch drin, ne? So. Burn, baby, burn. Genau. Zack. 30 Stück. So. Hier runter geht's auch noch. Ach, hier hätten wir uns auch noch eine Fackel holen können, okay. Und das nächste Sammelobjekt, so, ja. Und ein Fähigkeitspunkt gab's dazu. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Und das ist jetzt auch schon der zweite Fächer. So. Okay, aber ich glaube, hier unten geht es dann wirklich nicht mehr weiter. Ne, Fackel wollen wir nicht. Schauen wir nochmal hier ins Wasser, weil hier ist ja auch so eine Kante, wo man hochspringen kann. Also muss es ja irgendwas hier unten noch geben. Ah, da ist doch noch eine kleine Kiste. Sind zwar bloß wieder 10 EP, aber... Ne, gut. Zack. Auf jeden Fall hätte man da jetzt auch wieder hochklettern können, aber hier ging es ja auch noch mal einen kleinen Weg weiter. Und ob wir diesen Weg hier entlang noch etwas finden und wie es da oben weitergeht, ob wir endlich zu Ruff stoßen, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Tomb Raider. Bis dann!